blöd gelaufen. Die DC-3 wackelte, schepperte und schnaufte über das Mittelmeer. 1967 war es eines der letzten Propellerflieger, in dem wir viele Stunden von Göteborg unterwegs waren. Etwas müde und durchgeschüttelt kamen wir in Tunis an. Aber wir, Gunnar und ich, freuten uns auf unseren Urlaub. Verließen wir doch das kalte Winterwetter in Schweden. Unser Ziel war Sousse, die drittgrößte Stadt in Tunesien. Das Gesicht des Landesvaters Habib Bourguiba begleitete uns auf Plakaten vom Flughafen auf dem Weg nach Sousse. Standen Wahlen bevor oder war es nur Propaganda für diesen ersten Präsidenten des selbstständigen Tunesiens? Ich weiß es nicht mehr. Auf den Straßen von Sousse waren hauptsächlich Männer in braunen, kaftanähnlichen Mänteln aus Kamelhaar zu sehen und schauten uns Touristen etwas skeptisch hinterher. Wozu sollte das wohl gut sein, im Winter so leicht bekleidet auf den Straßen herumzulaufen, schienen die neugierigen Augen zu fragen. Riesige, tieforangene Apfelsinen mit der eingefangenen Sonnenwärme in sich konzentriert, lagen zum Verkauf hochgestapelt auf Straßenkarren. Der Duft und die aromatische Süße dieser Früchte sind unvergesslich. Nie wieder hat mein Gaumen desgleichen gespürt. Und sie weckte alle meine etwas gefrorenen Lebensgeister. Zu den kulinarischen Erinnerungen gehören auch die Nachmittagspausen in der orientalischen Hotel-Lounge, in der wir starken Kaffee mit Mandelkuchen und Orangenlikör genossen. Alles war so viel intensiver hier. Der Mandelkuchen hatte einen mindestens dreifach so starken Geschmack von Mandeln wie gewohnt. Und der Likör war eine noch intensivere Variante der frischen, aromatischen Früchte. Am Strand lagen bleiche Touristen ausgestreckt auf ihren Handtüchern, ließen sich endlich von den warmen Sonnenstrahlen des Südens streicheln, um nach ein oder zwei Wochen daheim mit sommerlicher Bräune aufwarten zu können. Die Tunesier standen mit ihren weiten Kamelhaarmänteln an der Mauer vor dem Strand und konnten sich an dem wunderlichen Anblick nicht genügend satt sehen. Für sie wehte ein Wind durch die Straßen, der gefühlt eine eisige Winterbrise war. Der Chartertourismus in diesem Land lag noch in seinen Anfängen, weshalb Touristen sicherlich ein exotischer Anblick für die Einheimischen ausmachte. Für sie waren wir verwöhnte, reiche Europäer, die in Luxus lebten. Eine andere Erklärung konnte es nicht dafür geben, dass zwei junge Menschen in den 20ern wie Gunnar und ich in so einem eleganten und bewachten Hotel wohnen konnten, so weit weg von zu Hause, wie es schien. Es berührte mich stark, dass wir so betrachtet wurden, zeigte es uns doch, dass die Bevölkerung wohl meist in armen Verhältnissen lebte. Als dann die Portiers Bettler verjagten und alte Männer mit ihren Stöcken auf der Straße bettelnde Kinder und Jugendliche gegen die Beine schlugen, damit sie nicht die Geld einbringenden Touristen störten, machten wir uns so oft wie möglich auf zu Ausflügen. Zuerst entdeckten wir die Medinas mit den engen Gassen, archäologischen Museen und der großen Moschee, die Souks, Viertel mit überdachten Straßengängen und Ständen, wo die orientalischen Düfte des vorderen Orients sich verdichteten, starke, ungewöhnliche und unzählige Gewürze, Unmengen von Teesorten, Seifen und Parfüms aller Art lockten auf ihre Weise neben den Verkäufern Kunden an. Ui, was ist denn das? Wir fuhren nach El Djem, nach Gabès, nach Tunis und nach Matmata. Dort übernachteten wir in einer größeren Höhlenwohnung der Berber und durften zum ersten Mal Couscous mit Lamm, gewürzt mit Harissa, essen. Ein starkes Erlebnis für alle Sinne. Wir ritten auf Kamelen, deren Passgang die Knie der großen Tiere bei jedem Schritt weich einknicken ließen und uns somit sanft über den sandigen Weg schaukelten. Wir bewunderten kunstvolle Teppiche, die unter flinken Frauenhänden entstanden. Wir erlebten ein Stück Wüste, um eine Oase zu besuchen, die schon von weitem im hellen Sand leuchtete wie eine Fata Morgana. Davon wollten Gunnar und ich mehr erleben. Und so meldeten wir uns für eine zweitägige Wüstensafari an. Dazu fehlt uns aber eine Genehmigung von Algerien, denn wir würden bei diesem Ausflug auf die Grenze überqueren. Also machten wir uns auf nach Tunis zum algerischen Konsulat. Es wurden uns Formulare vorgelegt, die wir ausfüllten
und wir wurden gebeten, in einem Fotoautomat ein paar Straßen weiter Fotos von uns zu machen. Zurück im Konsulat mussten wir eine Weile warten, bevor wir unsere Fotos abgeben konnten. Gunnar überreichte zuerst seins. Wie er auf dem Foto aussah, spielte ihm keine Rolle. Dann war ich an der Reihe. Keines der vier Bilder wollten mir gefallen. Im Gegenteil, am liebsten hätte ich keins abgegeben. Ich fand, es fehlte nur noch der Text Wanted auf den Fotos. Ich legte alle vier vor mich auf den Tresen und versuchte, das Beste zu finden. Der Beamte mir gegenüber, ein ungefähr 40-jähriger, wohlgebauter, dunkelhaariger Algerier, sah mir zu, ohne mich anzusehen. Was er dachte, war schwer einzuschätzen. Er sah stolz aus, strahlte Autorität aus. Frustriert und voller Unlust legte ich mit einer etwas missmutigen, sicher auch etwas widerwilligen Geste ein Foto vor den Beamten. Der schaute nicht auf, sondern drehte mir augenblicklich den Rücken zu und verschwand in einer Seitentür hinter dem Tresen, ohne ein Foto mitzunehmen. Okay, etwas Wichtiges war wohl dazwischen gekommen. Wir setzten uns wieder auf die Bank und warteten. Wir warteten lange. Hier hat man es wohl nicht so eilig wie im Norden, überlegten wir. Oder vielleicht machte er eine Art Mittagspause. Wir warteten geduldig, immer länger. Die anderen in der Abfertigung machten ihre Arbeit weiter, ohne zu uns herüberzuschauen. Allmählich war es mit meiner Geduld zu Ende. Und ich fragte einen Mitarbeiter, worauf wir denn so lange warten müssten. Wir hätten doch nun schon über eine Stunde hier gesessen. Der angesprochene Beamte verschwand, kam aber schnell wieder zurück, zuckte mit den Schultern. Sorry, Sie sind meinem Chef gegenüber beleidigend aufgetreten. Er weigert sich, Sie zu bedienen und ich kann Ihre Angelegenheit nicht übernehmen. Der Beamte zuckte nochmal mit den Schultern, was wohl so viel bedeutete wie: Tut mir leid. Entschuldigung. Sorry, Sie sind meinem Chef gegenüber beleidigend aufgetreten. Er weigert sich, Sie zu bedienen und ich kann Ihre Angelegenheit nicht übernehmen. Ich atmete tief durch. Das ist doch nicht sein Ernst. Habe ich sein Englisch falsch verstanden? Der Beamte zuckte nochmal mit den Schultern, was wohl so viel bedeutet wie tut mir leid, da kann ich leider nichts machen. Und wandte sich langsam mit ernstem Gesicht ab, um den nächsten Kunden abzufertigen. Was hatte ich falsch gemacht? Womit hatte ich ihn beleidigt? War ich nicht freundlich und unterwürfig genug? Konnte er meine Reaktion nicht richtig deuten und hat sie als respektlos angesehen? Was sollten wir tun? Betteln und ganz reumütig für mein unverschämtes Benehmen um Entschuldigung bitten, damit wir unsere ersehnte Safari machen können? Wir sahen uns ratlos an. Nein, sagte ich zu Gunnar, ich habe die Lust auf eine Safari verloren. Soll ich da auch nur immer genau aufpassen, damit ich nicht einen Mann durch mangelnde Unterwerfung kränke? Auch Gunnar hatte die Lust verloren. Und so fuhren wir zurück nach Sousse und melden uns bei den Safari-Arrangeuren ab. Schade, denn dieser Ausflug wäre das ultimative Abenteuer für uns gewesen.